Hallo meine Lieben, da ist wieder die Bibi und Schnupsi. Heute möchte ich euch zeigen, wie man feilt. Ich möchte nochmal betonen, dass das keine Lehrmeinung ist. Das heißt, ich feile nicht so, wie man es in Schulungen gelernt kriegt, sondern ich zeige euch, wie ich im Studio feile. Ja? Dazu habe ich schon was vorbereitet. Unser Schnupsi mit nicht ganz so tollen Nägelchen. Ein großes Problem ist, dass die Nägel immer schaufeln, wenn man Anfänger ist. Ja? Und man weiß nicht genau, wie halte ich die Feile, dass ich dorthin komme, wo ich hin will. Da ich heute ein bisschen mehr Arbeit vor mir habe, habe ich mir gleich eine neue Feile aus dem Keller geholt. Eine grobkörnigere. Ein bisschen schärfer die Kanten, damit ich niemanden verletze. So. Beim Feilen ist es ganz wichtig, die Feilhaltung. So wie ich die Feile halte, so wird auch das Ergebnis, ganz klar. So, das wird ein eckiger Nagel. Wie ihr seht, schaufelt er momentan ziemlich. Wir haben so richtig schöne Wipfeln auf der Seite. Da vorne ist er total ausgefranst. Da haben wir ein paar Kanten drinnen und so. Gut, und das sollte man bitte beheben. Ich fange mal vorne an. Um eine gerade zu bekommen, muss ich auch die Feile gerade ansetzen. Und zwar, ich zeige das mal in die Kamera, ihr müsst so drauf schauen, dass ich den Kern der Feile, diesen Fall bei dieser Feile in rosa, gerade sehe. Wenn ich so feile, wird er rund, und wenn ich so feile, wird er genauso rund, nur halt in die andere Richtung. Ja? Ich muss wirklich von oben so auf die Feile sehen. Ja? Ich muss es mir jetzt ein bisschen kippen, dass ich es besser sehe. Also wenn ich das schön gerade halte, bekomme ich auch ein gerades Ergebnis. Ja? Wichtig ist auch, dass die Kundin das Modell die Hand locker hält, weil wenn das Modell die Hand so verkrampft und so rüberdreht, kann ich nicht arbeiten. Ja? Das Modell, die Kundin muss locker sein. Ja? Und ihr könntet sie auch 100-mal darauf hinweisen, bitte locker, bitte locker, bitte locker. So, ich habe jetzt nur vorn gefeilt und ihr seht, es ist bereits gerade, so ziemlich. Ja? Als nächstes feilen wir die Seiten. Auch hier, wir wollen eine gerade Seite, somit muss ich die Feile gerade halten, dass ich, wenn ich von oben drauf schaue, es gerade sehe. Ja? Wenn ich die Feile hier anhalte, sehe ich, okay, das ist viel zu breit. Weil dann, wenn ich so halte, wird es breiter. Ja? Also muss ich es so halten. Ich persönlich setze die Feile unten auf, ja? Weil da haben wir ja auch so Gravuzeln. Ja? Ich feile zuerst unten, damit ich die Seitenlinie gerade kriege. Dazu muss ich die Hand der Kundin des Modells ruhig ein bisschen drehen. Ja? Ich setze das gerade auf mit ein bisschen Druck, nicht zu viel Druck. Ja? Und Vorsicht, dass man mit der Feile nicht zu sehr auf der Haut ribbelt, weil das gibt hässliche Schnittwunden und Blut stört irrsinnig bei der Arbeit. Das muss man dann etwas drunter legen, damit Schnupsi nicht so wackelt. So. Und jetzt feile ich mir die Seiten gerade. Ich versuche es langsam zu machen, weil die liebe Tina hat gesagt, ich bin zu schnell. Also, ich versuche es noch langsamer. Also schön in Sägebewegungen, wie auch immer man das nennen will, ja, dass es gerade wird. Wichtig ist, ich habe, wie ihr seht, den Finger da auf der Seite, auf der Feile, weil wenn ich die Feile so halte, biegt sich die Feile. Und wenn ich einen Druck ausübe, biegt sich die Feile und somit kriege ich wieder kein schönes Ergebnis zusammen. Ja? Deswegen halte ich den Finger dagegen, dass die Feile auch gerade bleibt. Ich persönlich bin sowieso einer, die viel Druck ausübt. Ja? Ich halte den Finger auch sehr fest. Das ist ganz wichtig, dass du den Mädels die Finger relativ fest hältst, damit die gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie auszukommen. Ja? So. Reicht fürs Erste, wir sind noch nicht perfekt, aber es reicht fürs Erste. Dasselbe mache ich auf der zweiten Seite. Zuerst die Seitenlinie, möglichst gerade feilen. Dann kippe ich um. Und bei da ist es nun wichtig, ich halte mit dem Zeigefinger meiner linken Hand, halte ich am Nagel
Und damit ich da einen Druck ausüben kann, ja, hier kann ich die Pfeile nicht so nehmen, ich kann da nicht dagegen drücken mit dem Daumen, weil dann habe ich keine Pfeilfläche, ja. Deswegen muss ich schauen, dass ich die Pfeile wirklich gerade halte und auf der Seite nicht so viel Druck ausübe, weil sonst wird es mal wieder schief und die Ecken sind weg, ja. Und wieder von oben schauen, so halten die Pfeile, dass ich den Kern gerade sehe. Wie mit einer Wasserwaage. So, jetzt hebeln wir auf der anderen Seite noch schön. So. Noch immer nicht perfekt, ja, aber man erkennt schon die Form. So, jetzt mache ich mich ans Eingemachte. Ein bisschen schief vorne. Begradigen. So, jetzt haben wir uns die Seitenlinien so halbwegs vorgeformt. Wenn ich auf dieser Seite die Pfeile so runterziehe, würde ich mir die Ecke wegfeilen. Ja? Also, wenn die Kundin wirklich gerade Nägel haben will, dann schaue ich, dass sie auch gerade bleiben. Ja? Also nicht nach dem Pfeil nicht so weggehen mit der Pfeile, sondern so weggehen. Dasselbe gilt natürlich für die andere Seite. So, von der Länge her, ich werde noch ein bisschen kürzer machen. Im richtigen Leben habe ich hauptsächlich Mädels, die es kürzer tragen, weil die alle arbeiten tun. So. Jetzt da fange ich vorne an, dazu hebe ich mir den Finger nach oben. Ich mache ein bisschen einen Buckel, dass ich mir die Hairline anschauen kann und fange von vorne an in kreisenden Bewegungen schon fast, falsche Seiten, in kreisenden Bewegungen schon fast, dass ich da eine glatte Fläche reinkriege. Ich habe jetzt nicht viel Druck und ihr seht, da ist noch eine Delle drinnen, weil ich eben nicht viel Druck habe. Ja? Die muss ich natürlich rausbringen. Die Hairline sollte relativ dünn sein. Man muss die Stärke der Nägel allerdings auch auf das Arbeiten der Kundin anpassen. Ja? Wenn die nur reich und schön ist, braucht die natürlich nicht so dicke Nägel wie eine, die wirklich hackelt. Ja? Die, keine Ahnung, 5 Kinder hat und den ganzen Tag putzen tut, die müssen ein bisschen stärker sein, ja? Aber das kriegt man dann eh mit der Zeit schnell raus. Also, ich fange links vorne eben an, mit kreisenden Bewegungen nach hinten, bis ungefähr, naja, 3/4 des Nagels, weil da komm ich ja nicht hin, so weit kann ich meine Hand nicht verbiegen. Deshalb drehe ich es um und fahre von unten im Bogen rauf, damit ich keine Kanten habe. Ja? Ich wiederhole diesen Vorgang so oft, bis es schön glatt ist und bis mir die Hairline so halbwegs in Ordnung erscheint. So, ich arbeite mich weiter zur Nagelhaut. Ja? Bei der Nagelhaut aufpassen. Ich fange wieder links an und arbeite mich so in halbkreisförmigen Bewegungen hinüber. Mit so einer Halbmondpfeile geht das ganz gut. Ich verwende eigentlich meistens so eckige Pfeile, weil ich mich mit denen einfach leichter tue. Ja. So große eckige Pfeile sind halt nur bei ganz kleinen Nagels ist das ein bisschen schwieriger. So. Auch wieder da, von rechts nach oben und von links nach oben. Ja. So, wenn man das jetzt zur Seite dreht, sieht man, naja, das hinten geht schon halbwegs, das vorne ist auch schon ganz okay, da in der Mitte fehlt halt noch was. Ja. Gut, dazu hebe ich den Nagel so ein bisschen seitlich, dass ich ihn von der Seite gut sehe und fahre mit der Feile über den restlichen Aufbau drüber. Immer wieder schaue ich, ob die Form passt. Ich persönlich fange immer von links nach rechts an. Ich weiß nicht warum, habe ich mir so angewöhnt.
wie gesagt, das ist keine offizielle Lehrmeinung, das ist lediglich so, wie ich es im Studio mache. Ob es für wem anderen passt oder nicht, muss man für sich selbst entscheiden. So, schauen wir uns das Ganze seitlich an. So. Schwarzer Untergrund, sieht man es gut. Naja, ich habe da noch eine kleine Delle und da noch eine kleine Delle. Seht ihr das? Ich drehe es ein bisschen weiter, dass ihr seht. Und außerdem bei der Seitenlinie passt es auch nicht ganz. Ja, also muss ich das noch korrigieren. So. Jetzt schauen wir, dass wir das Pützelchen da vorne wegkriegen. Andere Seite, Seitenlinie ist okay. Ihr seht, ich mache immer so halbkreisförmige Bewegung. Je weiter ich zum Finish komme, desto leichter wird der Druck. So, jetzt, wenn ich die Nadel so runterhalte, ich habe den schwarzen Handschuh drunter, das sieht man es gut, sehe ich auch, ob ich da oben beim Aufbau alles halbwegs gleichmäßig ist. Ja, ich würde sagen, das passt so ziemlich. Ja, dann schauen wir es uns nochmal von der Seite an. Na, ich glaube, das ist auch ganz okay. Und die andere Seite, ja, kann man lassen. Ja. So. Einmal mit Buffer drüber. So, vorm Finish, Hand gerade halten. Ich muss mich immer am Finger orientieren, ja? Komm ein bisschen her, Schnupsi. Da ist der Knochen und in dem Verlauf muss der Nagel gerade sein, ja? Also so, ja? Und der ist jetzt ein bisschen schief. Das sind geringfügige Veränderungen, die kann man dann nachher noch vollenden. So, nachdem ich da auf der Seite gefeilt habe, muss ich das Kantel wieder rausbügeln. Und nochmal mit dem Buffer drüber. Diese kleinen Punkte, die ihr da seht, das sind Luftblasen. Habe ich das Gel nicht gut aufgetragen. Ich habe auch jede Menge Gel verwendet mit dem Finger. So. Ja, ich würde sagen, der ist ganz okay. Wichtig ist eben noch von der Form, ich muss den Kern der Pfeile ganz gerade sehen. Genauso seitlich. Ja, der Seite. Wenn ich die Pfeile anhalte, darf da kein Zwischenraum sein, ja? Ja, passt. Aufbau ist okay. Passt. So feile ich eine Nadel. So. Man kann dann noch, wenn die Kundin das möchte, die Ecken ein bisschen abrunden, damit sie sich nicht so verletzt. Ich tue dann immer noch mit Buffer so drunter. Und fertig ist der eckige Nagel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und weil bei Anregungen und Wünschen einfach an office@nailbooks.cc. Okay, gutes Gelingen. Bis dann, eure Bibi.